Irgendwas muss hier doch noch sein. Ich raff das nicht ganz. So, gucken wir hier nochmal. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Hier können wir rutschen. Wieso können wir hier ein... Ach so, warte mal. Das könnte das Rutschen sein, weil hier irgendwo ein Schlüssel versteckt war oder sowas. Das könnte natürlich sein. Ja, komm, dann gehen wir mal weiter. Hoffen, dass wir innerhalb der Story dann da noch weiterkommen. War das also hier völlig umsonst, dass ich rumklopfen? So, du auch welch. Jetzt sind mir auch die Gegenstände gerade etwas egal. Machen wir nur eben den Weg frei. Bevor die uns verfolgen, machen wir die auch noch eben kaputt. So, da hoch, da hoch. Und der will uns wieder nerven und uns nicht rauslassen. Die sind weg. Die sind auch weg. Es kommt davon, wenn man versucht, mich anzuspringen. 71.000 haben wir schon. Scheiße. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Moment mal. Moment mal. War hier nicht noch? Moment. Ach nee, war hier war nur der Wind. Okay. Ich meine, eine Stelle wäre noch gewesen, wo wir irgendwo hoch konnten, wo wir aber noch nicht hinkamen, weil wir da irgendwie noch nicht doppelsprungen konnten. Wenn man das überhaupt in dem Spiel kann. Ich vermute das jetzt nur. Ach nee, das war auf dem Berg dabei, der Schmiedin. Da war die eine Stelle gewesen. Ich glaube, hinter dem Resonanzsteintor. Ja, ich glaube, so war es gewesen. Ach, Leute. Jungens, lasst mich in Frieden. Oh, wir haben eine Mission fertig. Haben wir jetzt die 5 Fälle gesammelt? War das jetzt echt so einfach? Wieso haben wir das jetzt gekriegt und vorher nicht? Ja, wenigstens für die Mission hat es sich ja schon mal gelohnt. So. So, Leben sieht gut aus. Und dann sind wir hier raus. Das ist schon mal gut. Was ist denn das? Achso, ja, da mussten wir ja weiter. Die Chiromon-Höhle. Ich glaube, Moment, da gucke ich mal eben. Oh, da waren auch noch so viele Schätze, wo wir was holen konnten. Ist nur die Frage, will ich da weiter? Hm. Das haben wir soweit fertig. Das haben wir auch fertig. Die Lichtung. Da wird es da noch hochgehen bei der Lichtung. Da würde ich sagen, gucken wir uns mal eben noch auf der Lichtung um. Und dann geht es in die Stadtquests abgeben und geht es mit der Hauptstory weiter. Die Höhle spare ich mir jetzt mal noch auf, bis wir etwas weiter gekommen sind. Weil ich denke mal, da waren einige Stellen noch, wo wir jetzt auch noch nicht hinkamen, auch trotz, dass wir klettern konnten. Weil ich möchte euch nicht drei Parts lang... Beziehungsweise im Grunde kann ich auch sagen, 3 Tage lang quälen mit alten Gebieten. So, einen noch und dann müssten wir eigentlich da sein. Jetzt müsste gleich nochmal ein Schleim kommen. Jetzt gleich, ja, jetzt gleich. Jetzt gleich, Schleim, komm. Nein, nicht Reh, Schleim. Kein Schleim? Kein Schleim. Da ist Schleim. Ich wusste doch, dass hier noch einer kommt. Mann. Da will er mich wieder verarschen. So, wie, da kommen wir jetzt hoch. Genau. Sehr schön. Gucken, was uns hier erwartet. Ach so. Ist wieder so typisch, dass das Hühnchen natürlich wieder aus dem Level rausfliegt. So, warte mal. Ah, diesmal nicht. Oh, das sieht ja wieder aus, als ob das eine Herausforderung wird.
finde ich jetzt nicht so toll, weil da habe ich eigentlich nicht unbedingt den Nerv zu. Naja, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig. Gehen wir einfach mal hin. Prüfung Nummer 3. Was denn hier noch auf der Seite? Nischt. Dann machen wir die Prüfung 3 auch nochmal schnell. War das also ziemlich unnütz. So, dann hier hoch, 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 hoch. Weiter hoch. Dann... Nein, was war denn das? Minuspunkte, weil wir getroffen wurden, ey. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt kommen wir da auch wieder nicht hoch. Na super. Sehr schön, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Da können wir nämlich noch verprügeln. Jo, den haben wir auch getroffen. Gucken, ob wir hier nochmal zurück... Meine Fresse im Himmel. Nein! Och Mann! Ach, das war schon Ende. Okay, von mir aus beende ich das so. Was haben wir hier? Spektralweste. Jetzt muss ich aber erstmal gucken hier, was besser ist. Spektralweste ist auf jeden Fall besser. Mitnehmen. Sonst haben wir hier nur schlechtere Sachen. Was schaut's hier aus? Krass, das ist besser. Da fehlt uns ein so ein Material. Würde ich sagen, kaufen wir das einmal. Und dann können wir das nämlich jetzt basteln. Bestätigen. Und ausrüsten. Sehr schön. Wieder stärker. Oh, das kostet auch Geld. 5000 sogar. Ansonsten hatten wir ja hier nichts mehr. Ne. Da gibt's nichts. Bei den Ringen mal eben gucken. Der würde das Glück noch erhöhen. Ne, der wird uns aber an beiden Stellen schlechter machen, oder? Da wird er uns schlechter machen und... Der wird uns verbessern. Nehmen wir mal ihn. Herstellen. Ausrüsten. Gucken wir hier nochmal. Ah, Moment, den haben wir jetzt schon. Verteidigung wird der fast... Oh, boah, krass, wie viel Verteidigung der gibt. Ah, ne, stimmt ja gar nicht. Sind ja nur 10. Aber der wird uns wieder vom Angriff her schwächer machen. Gut, dann bleiben wir dabei. Wie schaut es mit Halsketten aus? Auch nicht besser. Gut, haben wir uns wenigstens ein bisschen schon mal wieder verbessert. Raus hier. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo geht's denn hier raus? Hier wahrscheinlich, ja. Und dann geht's hier nach... Warte mal, geht's da noch höher? Nee. Hätte ja sein können, dass da noch was ist. Gut, dann haben wir das hier soweit fertig. Genau. Sind wir hier komplett durch und können also wieder zurück. Hallo Reh. Hallo Bambi. Sucht ihr eure Mama? Die wurde vom Jäger erschossen. Oh, habe ich jetzt die Pointe verraten? Den Film verraten? Aber ich denke mal, jeder von euch sollte Bambi kennen aus seiner Jugendzeit oder Kinderzeit. Wobei, nee, das ist gar nicht mehr so gesagt. Bambi ist schon ziemlich alt. Ich glaube nicht, dass die kleineren Persönlichkeiten unter euch jetzt noch irgendwie Bambi gucken, anstatt die aktuelleren Disney-Filme. Zu meiner Zeit, als ich kleiner, fand ich den Film auf jeden Fall super. Da habe ich auch, ich habe da auch die ganzen Uraltfilme von Disney alle geguckt, angefangen von Ariel, Aladdin und was da alles gekommen ist, was wir im Kino geguckt haben, damals als wir klein waren. Oh, wenn ich daran zurückdenke, das ist ja auch schon über 25 Jahre her. So, das ist das, da unten in die Höhle hatte ich ja gesagt, gehe ich noch nicht, da kommen wir nicht weiter.
Die waren fertig. Schützenpass. Der Schützenpass wäre... Komm, Schützenpass muss ich jetzt unbedingt nochmal hin. Weil da sind noch so viele Schätze. Tut mir leid, Leute, aber das muss jetzt nochmal sein. Hier unten war, glaube ich, nur... Genau, hier unten war das nämlich, was ich meinte. Nee, wo war denn das? Gehen wir mal nach oben. Fangen wir mal oben an und arbeiten uns da runter. Irgendwo war das doch. Mach mal auf. Ich wollte da gar nicht hoch. Wo ist denn das gewesen? Oder war es hier in dem... Wobei, das könnte sein, dass es hier in dem Abschnitt war. Meine Herren. Meine Herren. So, gehen wir mal hier durch. Da ist die Speicherstelle und da geht es, glaube ich, in den nächsten Abschnitt, ja. Ach, da kam ich gar nicht weiter. Hier muss doch noch irgendwo der Schatz sein. Der Schatz vom Silbersee. Ach da. Wie kommen wir denn da hin? Hä? Ich habe auf jeden Fall die Schlüssel schon gesehen. Kommen wir da von oben dran? Nee, auch nicht. Oder? Gucken wir mal. Nee. Da ist was. Da brauchen wir bestimmt wieder Doppelsprung. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass wir einen Doppelsprung noch kriegen werden. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, wie man bei manchen Stellen hochkommen soll. Und ich denke mal, dann wird das auch mit dem Luftzug da in den Höhlen funktionieren, dass wir da irgendwie drankommen. So, gehen wir mal hier durch. Kommen wir hier jetzt durch? Ja. Ja, jetzt kommen wir auch da durch. Ja, guck an, hier waren wir noch nicht gewesen. Der grüne wird auch geöffnet. Ach, da müssen wir hoch. Den Schlüssel haben wir. Okay, fehlt uns noch ein gelber Resonanzstein. Okay. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass da weitergeht. Vielleicht kriegen wir ja gleich, dadurch, dass wir die 10.000er-Kombo, die 1000er-Kombo gemacht haben, den gelben Resonanzstein. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass er kurz einen Resonanzstein dabei hat, den er uns so einfach geben würde. Wobei, für eine 1000er-Kombo hat er ja schon gesagt, ja, wäre er sehr stolz drauf, das auch mal so zu sehen. So, hier runter, da runter. Weiter runter, war vielleicht Fehler, ich hätte vielleicht hochgesollt. Hört sich, sieht's gut aus. Hört sich gut aus. Ach Mann. Na gut, dass sie uns nicht getroffen haben. So, ihr seid schon mal wieder weg. Au. Ich verbrenne. Okay, immer nur mit einem Punkt, der mit uns abgezogen wird, von daher... Ich regeneriere mehr, als dass ich verliere. Da ist noch was. Oh, und mein Knie bringt mich gerade schon wieder um. Was war denn da oben? Ah, da ist nichts. Sah gerade nur so aus. Aber irgendwo war das hier auf jeden Fall noch. Das wo weiter... Wieso habe ich das bisher noch nie gefunden? Das ist mir jetzt echt ein Rätsel, dass ich die Schatztruhe bisher noch nie gefunden habe. Okay, wahrscheinlich, weil ich da nicht davon, weil ich davon ausgegangen bin, dass da gar nicht erst weitergeht durch die Wand. Au, au, au! Ich wollte eigentlich schnell hier rüber hoppeln. Ja, 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 ja. Dann können wir jetzt aber auf jeden Fall raus hier. Haha.
So, jetzt müssen wir uns, glaube ich, erstmal hier wieder einen Weg frei prügeln. Aua. Weil sonst kommen wir ja hier wieder aus der Ecke nicht raus. Sehr schön. Auch ihr seid hin. Ach, da oben war ja nichts. Abmarsch.